Jetzt bin ich mal gespannt, dass wir irgendwo hier rauskommen. Oh, ich sehe eine Truhe. Die will ich haben. Hallo, was haben wir denn da Schönes drin? Eine Mini-Medaille. Die brauche ich nicht. Die brauche ich nicht. So, als wäre von eine Seeblase, dann können wir das skippen. Ach ja, Simon muss ich heilen. Ich hab's vergessen. Mann. Ich hoffe, sie überlebt noch. Jawohl. Dann haben wir jetzt einmal eigentlich durch. Zack. Vollheilung. Passt alles. Wunderbar. So. Wo ist denn jetzt der Weg, der rausführt? Okay, die kennen wir auch schon. Also können wir ganz getrost alles niederwalzen. Zack. Ich möchte endlich in den Dorf, wo meine Mutter aufgewachsen ist. Hallo, wie weit geht denn das hier noch? Zack. Frag Mutti, weg mit dir. Wer steigt denn da auf? Oh, Doron erreicht die Stufe 29. Super. Moment, komme ich jetzt hier raus? Sag mir nicht, hier gibt es keinen Ausgang. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, blöde Nekromant mit einem Boing. Haut ab damit. Ja, natürlich, er kann auch wiederbeleben. Ich mag euch nicht. Okay, bla bla bla, zack. Boing, boing. Aber gut, die greifen momentan nicht an. Das ist gut. Okay, ich hab wohl. Ach, oder im Angriff ist gelähm. Das kann ein lähmen. Lukas, Reihstufe 24. Jetzt steigern sie hier aber ordentlich auf. Okay, ist. Okay, ich glaube, wir sind so langsam auf den Weg nach draußen. Wird auch mal langsam Zeit. Wir halten uns ja schon Ewigkeiten hier auf, habe ich das Gefühl. Zack, zwei Seeblasen hier noch. Erledigen und Sancho erreicht Stufe 27. Jetzt steigen sie in der Höhle aber mächtig auf. Einfach nach unten. Da oben ist auch sehr viel Wasser. Ich schwimme immer nach unten. Sicher ist sicher, weil man weiß hier nie. Oh, verdammt, ich bin vergiftet. Dann muss ich erstmal heilen. Das ist keine normale Höhle. Man fühlt sich wie in einer Kathedrale. Kein Ort für eine Fiesta, Chico. Okay. So, entgiften. Sehr schön. Und sehe ich das Licht an? Sehe ich das Licht aus dem Tunnel? Oh, momentan gar nichts. Ich sehe nur noch Monster. Gut, der hat neue Chance angesetzt und bleibt leblos lieben. Nee, leblos. Ah, und? Jawohl, wir haben es geschafft. Wir sind raus. Wir können endlich zu dieser Stadt, wo wir die ganze Zeit hin wollten. So, wo sind wir hier? Wir sind in Steile Höhe. Was ist sie? Dies ist die Heimat der Vergessenen, all jener, die keinen Platz mehr in der Welt haben. Habt ihr von dem fliegenden Teppich gehört? Er soll hier irgendwo in der Nähe von Steile Höhe sein. Nein, habe ich nicht. Mit ihm wäre das Reichen ein Kinderspiel, nicht wahr? Man könnte einfach so über das Land und Wasser hinweg schweben. Oh ja, das wäre super. Und eine sehr coole Karte. Erstmal hier zurechtfinden. Da haben wir die Kirche, da haben wir die, ach ja, die Herberge. Ich glaube, ich soll da mal schlafen legen gehen. Und hier haben wir den Rüstungshändler und den Waffenhändler.
Was haben wir denn? Traumklinge? Brauchen wir nicht Kriegshammer? Ja, Sancho. Brauchen eine neue Waffe. Und David. Der ist natürlich sehr teuer. Stahlstachelpeitsche. Für Sina. Eiszapfendolch für Daniel. Sirenenschwert. Das ist neues. Die sind auch so teuer. Und ein Stab. Okay, dann hole ich erstmal den Kriegshammer für Sancho, damit er auch mal mehr Schaden macht. Oh, dann sollte ich erstmal ein bisschen Geld holen. Also heißt Training plus Geld. Und den können wir uns gerade nicht leisten. Schade, verkaufen. Den Eisenhammer. 900, ich glaube, das reicht nicht. Habe ich irgendwas noch? Doch, hier die Eisenmaske kann weg. Dann reicht das auch für Sinas Waffe. Pelzumhang brauchen wir auch nicht mehr. Weg damit. Dann brauchen wir hier... Ach, Lähmung. Ich lasse das nochmal. Okay. Der Trickmantel. Ich weiß nicht, wer den tragen kann. Ich bin mir unsicher. Ich will ihn nicht verkaufen. Obwohl er so viel Geld einbringt. So. Sina soll die tragen. Wurde auch mal Zeit, dass sie endlich mal eine gute Waffe kriegt. So, kaufen. Nichts, sondern verkaufen. Einmal Antimagie. Ah, ich glaube, den lasse ich nochmal. Hier brauche ich auch auf jeden Fall noch jede Menge Geld, um alles zu kaufen. Silberkükas. Das brauchen wir nicht. Aber die... Wow. Zauberrüstung. 12.000 Gold. Dono, Lukas, Sancho, David und Johannes. Uiuiui, das sind schon... Moment. Ja, schönes Kleid haben wir schon. Das sind schon 60.000, ich weiß gar nicht, wie ich die aufreiben soll. Robe der Weisheit, okay, das können wir gebrauchen. Drachenschild. Nee, ist sogar schlechter. Das heißt, es können... David... Okay. Denkt dir die. Lukas, auch schlechter. Aber der Rest macht mich besser. 13.000. Och, du Jemi. Wie soll ich das mir denn leisten können? Hammerhart. So. Jetzt befragen wir erstmal hier ein paar Leutchen und untersuchen natürlich die Häuser. Bekommen direkt erstmal eine Mini-Medaille. Okay. Ich war von Anfang an dagegen. Ich wollte nicht, dass eine der Unriesigen eine Außenstehende heirat. Was? Wie viele Monde ist das wohl jetzt her? Es war schon einmal ein Reisender hier, der genau wie ihr zufällig in unser Dorf kam. Er hatte sich verlaufen. Doch dann verliebte er sich in eine junge Frau und die beiden verließen gemeinsam das Dorf. Sie heißt Magdalena. Und wenn meine Erinnerung mich nicht trügt, hörte der junge Mann auf den Namen Ludwig. Ich hab's mir schon fast gedacht, dass es mein Vater meine Mutter ist. Beziehungsweise der Charakter ist Mutter und Vater. Okay, Ludwig hat sich wohl verirrt und hat sich in Magdalena verliebt. Also natürlich an unserer Mutter. Und ich glaube, ist das hier, okay. Was ist das, ein Sinnkreis? Ich weiß nicht, was ihr seid. Ich störe euch einfach mal. Ich spüre es. Mit jedem weiteren Jahr öffnet sich die Tore ein wenig mehr. Wenn das so weitergeht, wird selbst der Großmeister der Unterwelt das gewaltige Gestalt des Bösen in unsere Welt überwechseln können. Bevor dies jedoch geschieht, muss Magdalena gerettet werden, damit sie die Tore wieder verschließen kann. Ihr seid derjenige, der sie retten kann, Dorona. Als ihrem Sohn obliegt
Woher wusste... Was? Hä? Woher weiß er denn, dass wir der Sohn sind? Obliegt euch diese Aufgabe? Was? Woher wusstest du, dass ich Magdalenas Sohn bin? Kannst du mir das bitte verraten? Ich grüße euch, Dorono, Sohn von Magdalena und natürlich auch euren treuen Begleitern. Wir wussten schon lange, dass ihr zu uns kommen würdet. Ach, das sind so bestimmt so Seher oder so was ähnliches. Woher wussten die denn alles? Sehr unheimlich, muss man ja sagen. Euer Vater Ludwig verärgerte uns sehr, als er eine unserer Töchter Magdalena mit sich nahm. Doch ihr, Dorono, seid ihr Sohn und könnt nichts für die Taten eures Vaters. Gegen euch hegen wir keinen Wahn. Es wird Zeit, dass ihr die Wahrheit erfahrt. Den alten Schriften zufolge teilte die Göttin der Welt in drei Reiche auf. Zenithia, das Reich der Göttlichen, die irdische Welt der Menschen und die Unterwelt Nidiria, in die sie alle Dämonen wegsperrte. Einigen Wesen trugen sie auf, als Torwächter zu fungieren, auf dass niemand die Grenzen zwischen diesen Reichen ungehindert passieren möge. Diese Wesen sind wir, das Volk von Steilehöhe. Okay. Es heißt, dass wir, das Volk aus Steilehöhe, einst die Macht besaßen, die Tore zwischen dieser Welt und Nidira öffnen und schließen zu können. Doch mit der Zeit ist die Macht verloren gegangen. Selbst das Tor des Tümpeltempels, der sich an der Wasserstraße nördlich von hier befindet, können wir nicht mehr öffnen. Nördlich, okay. Die alte Macht war die alte Macht war bei eurer Mutter sehr ausgeprägt. Magdalena war etwas ganz Besonderes. Wir glauben, dass die Monster sie entführten, um die Tore zur Unterwelt Nidira zu öffnen. Interessant. Gibt's hier irgendwo noch eine Story-Geschichte? Oder muss ich jetzt nach Norden reisen? Mal gucken. Erstmal alles hier erfragen. Dies war Magdalenas Zimmer. Ich weiß noch genau, was sie immer gesagt hat. Sie sagte, dass die Dunkelheit einen nie verschlingen könne, wenn man Licht im Herzen trage. Hier, ich weiß nicht, ob ihr es gebrauchen könnt, aber sie hätte sicher gewollt, dass ihr dieses Buch bekommt. Ein reich verziertes Buch steckt die himmlischen Hymnen in dem Beutel. Es ist ein Psalmenbuch und sehr beliebt bei den Bewohnern in Steilehöhe. Viel Glück, die Göttin sei mit euch. Ich wollte gar nicht untersuchen, ich wollte... wo ist das Buch? Hier? Stimmt, ich habe hier noch Ludwigs Schwert. Ach, ich habe hier noch die Stäbe, ich habe hier noch was zu verkaufen. Aha, Magdalenas Erbstück. Königliche Insignia, ist das ein Philophant? Okay. So, was haben wir denn hier? Gucken. Die himmlischen Hymnen scheinen irgendein Philophant zu sein. Aber wahrscheinlich wird sich... Okay, ist ein Fehler von Stein des Überlebens. Nützlich. Man muss offenbar nur eine davon bei sich tragen, um wahre Wunder zu leben zu können. Okay, ist es wohl futsch. Kann verkauft werden. Königliche Insigne, ist es auch ein Fehler von? Ah ne, das war jetzt kein... Magdalena glaube ich auch nicht, oder? Okay, doch. Ist ein Philophant. Sollte ich mal auch mal abgeben. Ring des Wassers. Ja, das kennen wir. Das müsste das TP sein, oder? Ah, ne.
hat keine besondere Verhältnis im Kampf gegen Schand. Objekt kann nicht benutzt werden. Es scheint kein Abgröße zu können, wahrscheinlich. Nee, das ist ja der Ehering sozusagen. Kann ich das auch. Ist das auch ein Fehlerfand? Ah, okay. Ich kann es hier abgeben, aber es ist natürlich zu schwach. Also verkaufen will, kann ich es nicht. Ist außer. Okay. Ich dachte, es ist ein spezielles Item, aber es ist einfach nur ein Fehlerfang. Das ist jetzt natürlich nicht gerade das, wonach ich gesucht habe. Aber egal. Dann suchen wir von meiner Stadt weiter. Was ist denn hier noch so tolles? Nix. Gut. Wie komme ich denn da hin? Ach so, Moment mal. So. Nee, doch nicht. Hä? Ich komme hier durch, oder vielleicht hier durch die. Durch die Herberge vielleicht? Auch nicht. Okay. Wenn nicht, dann müssen wir wahrscheinlich nach Norden gehen. Aber erstmal hier ausruhen. Und wie viel wird. 40 Gold. Okay, das ist doch mal was Angenehmes. Ja, ich habe gut geschlafen. wo lang? Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Dann müssen wir auf der anderen Seite rauskommen, oder? Ja. Dann gehen wir zum alten Herrn. Kennt ihr die Legende des geheimnisvollen Turmes? Er soll bis hoch in den Himmel ragen und derjenige, den ihr klimmt, findet sich Angesicht zu Angesicht mit dem Drachenkopf wieder. Okay, noch ein Turm. Der Turm wie bei Dragonpool, dieser Quittenturm, hat Ähnlichkeiten gerade. Nur, dass wir mit dem Drachen reden können. Warte mal, hier kann ich nicht reinfallen. Wie komme ich denn jetzt da bitte hin? Kann mir da bitte einer verraten? Da komme ich auch nicht. Boah, ist das hier kompliziert. Aha, hier ist ein Weg. Da komme ich auf der Rückseite. Und hier komme ich dahin. Und jetzt komme ich zu dieser Truhe. Und ich habe einen Zauberschlüssel. Okay. Ich habe einen Zauberschlüssel. Öffne bestimmte Türen, die sonst fest verschlossen bleiben. Öffne Türen. Okay, wahrscheinlich Türen. Ja, aber welche? Ist das vielleicht wieder so ein Schlüssel? Ne, das war ja der Universalschlüssel. Hm, okay. Magdalena war eine von uns, doch die mächtige Magie, die ihr innewohnte, war ein Fluch. Darum haben die Monster sie auch genommen. Oh, Magdalena, wo bist du nur? Im Reich der Dämonen. So, erstmal gucken wir. Was hat denn Schönes? Nichts. Erstmal hier plündern. Kriegen wir es mit Ausdauersamen. Okay. Dann reden wir erstmal mit diesem Typ hier. Einst war ich ein Handwerker in Humburg. Wisst ihr, meine Talente waren wohl bekannt. Ich verließ die Stadt, um König Ludwig zu folgen. Doch dann nahm das Böse seinen Lauf. Nein, ich kann es immer noch nicht glauben. Ich will einfach nicht glauben, dass König Ludwig nicht mehr ist. Ich hoffe immer noch, dass sie eines Tages mit Königin Magda zurückkommen wird, wenn ich nur lange genug hier warte. Wieso sagen wir nicht, dass sie wieder neue König sind? Okay, dann halt nicht. Meint ihr unsere Magdalena? Seid ihr verwandt mit ihr? Ja. Wenn das so ist, solltet ihr den magischen Teppich und den Schlüssel haben. Nein. Beide sind hier in Steinhöhe verborgen. Ihr müsst sie nur finden. Und ihr müsst Magdalena befreien. Es ist
das Schicksal, das euch die Aufgabe zuträgt. Wir vertrauen auf euch. So, was sagt er jetzt, wenn wir nicht verwandt sind? Oh, meine Ohren scheinen mich zu verhöhnen. Also gibt es hier noch den Teppich. Okay, wo kommen wir jetzt da hin? Oh, sieh an. Und da haben wir den fliegenden Teppich. Ach, geil. Schön. Freut mich.